Schnick, Schnack, Schnuck, Ananas. Naja. Naja. Was baust du da, ein Inka-Tempel? Herzlich willkommen bei YamTamTam. Es ist Zeit für ein neues Food Battle. Denn ich brauche Punkte. Ich bin weit abgeschlagen. Okay, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier Fragen und Antworten, die wir lösen müssen. Wenn wir sie lösen, gibt es einen Punkt und eine Zutat. Wenn wir sie nicht lösen, gibt es für den jeweils anderen eine Zutat, aber keinen Punkt. Dann gibt es noch jede Menge Sonderregeln, aber das dann zu gegebener Zeit. Jetzt geht's erstmal los. Schnick, Schnack, Schluck, Ananas. Oh mein Gott. Sie ist super süß. Schnick, Schnack, Schluck. Ha! Ich habe gehofft, dass du noch mal Papier machst. Das heißt, ich fange an. Wir machen übrigens ein Dutch Baby. Also jeder macht eins und es geht ums Topping. Frage. Ha! Wie lange gibt es schon Pfannkuchen? A. Seit der Steinzeit. B. Seit dem Mittelalter. C. Seit der Kolonialzeit. Ich hab ja mal auf Mittelaltermärkten gearbeitet. Und dort habe ich ein Buch erworben, wo mittelalterliche Rezepte drin standen. Und dort war bereits ein Eierkuchen quasi drin. Komm, Mittelalter, das gab es doch schon eine Weile. B, seit dem Mittelalter? Ja. Seit der Steinzeit, die letzte Mahlzeit des Ötzis ist eine Art Pfannkuchen gewesen. Oh lol. Das heißt, du kriegst eine Zutat, aber keinen Punkt. Und damit geht das Match schon für mich ganz ungünstig los. Denn am Ende entscheidet auch der Geschmack, dafür gibt es nämlich auch Punkte. Ich nehme, eigentlich nur, weil ich sie selber kosten will, Schokonuts. Change. Wende einen Pfannkuchen 6-mal in der Pfanne durch in die Luft werfen, ohne weitere Hilfsmittel zu benutzen. Du hast 25 Sekunden Zeit. Haha. Hahaha. Okay, bist du soweit? Ich bin soweit. Warte, muss noch die Uhr einstellen. Auf die Plätze, fertig. Los. Eins. Nein. Naja, naja, los, schnell wieder rein! Ah! Die Zeit läuft, nicht verbrennen! Ja. Melissa! Ich gebe auf, ist es schon? Na, komm, schon! Naja, an zwei! Komm! Oh Gott, er ist so traurig, ich guck ihn dir an! Okay, Zeit ist vorbei! Ich nehm die Birne! Boah, du Sau, die wollte ich auch noch nehmen. Yeah. Wir räumen jetzt erstmal auf und dann geht's weiter. Nimm das, trage es mir vor. Tatsächlich Spargel. Ah, Moment, warte, ich habe noch keine gelöst, diese Runde. Ne? Was bedeutet das niederländische Wort net auf Deutsch? A, sauber, B, lecker oder C, süß? Könnte wie Englisch neat. Ich sag jetzt einfach C, süß. C, süß? Ja. Ah, verdammt! Du warst tatsächlich voll nah dran, weil neat ist ja wie, ne, sauber aufgeräumt. Naja, kein Punkt für dich, aber eine Zutat. Oh. Also ich glaube, zu Schokolade und Erdnussbutter passt hervorragend. Spinat! Aber auch Banane. Bitte keine Schätzfrage, bitte keine Schätzfrage, bitte keine... Haha, Challenge! Mann. Nenne drei Provinzen der Niederlande! Okay, ich kenne tatsächlich auch nur Städte. Ich weiß nicht eine einzige. Ich sag mal Amsterdam. Wir lösen am Ende aus. Deine eine Antwort ist Amsterdam. Nenne mir mehr. Wow, es ist einfach null vorhanden. Ich gebe auf. Nord- und Südholland, das geht rein. Aber Utrecht. Was? Aber ich muss sagen, ich wäre genauso kläglich gescheitert. Das heißt, kein Punkt für dich, Zutat für mich. Das ist das beste Food Battle überhaupt. Keine Punkte, aber Zutat. Aber Zutat. Der Geschmack entscheidet am Ende. Okay, ich nehme die Frühlingszwiebel. Welche Aussage ist wahr? A. Die Niederlande haben weltweit die höchste Fahrrad-pro-Einwohner-Dichte. B. Die Niederlande sind der größte Käseproduzent der Welt. Oder C. In den Niederlanden wird das größte Tulpenfestival der Welt gefeiert. Das ist schwierig. Also was man auf jeden Fall sagen kann, haben ein traumhaft ausgebautes Fahrradnetz. Ich gehe mit Fahrrad pro Kopf. Komm, komm, enttäuscht mich nicht. Ist richtig. Ja! Ja! Ja, ich habe einen Punkt und eine Zutat. Ja! Okay, pass auf, jetzt wird es noch absurder. Und zwar... Nehmen den Dill. Wow, also Dill-Birne, das ist schon... Der Rudi, der wird's lieben, weil der Rudi gibt nämlich dann auch Geschmackspunkte. Ja. Jo. A Challenge. Tja, wer es
schafft, zuerst einen Stapel aus Papierbechern einmal komplett umzustapeln, gewinnt. Dabei muss der Stapel in der Hand gehalten werden und darf nicht abgesetzt werden. Okay, abgefahren. Also ihr seht, hier ist der andersfarbige und wir stapeln jetzt immer so lange nach oben, bis der unten ist und wer ihn als erstes unten hat, hat gewonnen. Man darf immer nur einen Becher nehmen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fuck. Schon verloren. Schon verloren, weil den musst du ja hochholen. Aber ich habe mir gemerkt, welchen ich verloren habe. Fertig. Ja, das war der. Punkt und Zutat für dich. Hey, Gleichstand. Ah, wenn ich daran denke, das letzte Mal diese Bacon-Bananen-Sache war gar nicht so schlecht. Welche Challenge war das? Ich kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht, aber wir haben uns bis dahin daran erinnert. Also klickt hier oben auf das i, um zu wissen, was Bacon-Banane war. So ist es. Deswegen gibt es jetzt auch wieder Bacon-Banane. Ich glaube, das wird gut. Wow. Wer es schafft, den höchsten Turm aus Käsewürfeln zu bauen, gewinnt. Okay, der höchste Turm, es gibt keine Zeitangaben. Wollen wir uns darauf einigen, wenn er umgefallen ist, ist er umgefallen? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. So, ich hoffe, dass das quasi mir den Sieg bringt, dass ich mir versuche, einen stabileren Standfuß zu bauen. Einfache Regeln der Statik, ja? Was baust du da, ein Inka-Tempel? Ja, das habe ich vorher eigentlich versäumt, ja, mal das Baumaterial zu besichtigen. Klassischer Fehler, ja. Zum Glück gibt es kein Zeitlimit. Okay. Ich baue ihn jetzt nicht nochmal ab, ja? Ich schwöre, ich baue den jetzt einfach so hoch, auch wenn es nicht so gelungen ist. Ich glaube, meiner hat seine maximale Höhe vielleicht erreicht. Deiner kippt doch jetzt schon um, ich sehe es so. Ja, weil ich den so lange angeditscht habe. Deine Hände waren einfach zu warm. Ist auch umgefallen. 10. Ich sehe es. Ich weiß. Aber es war auch so. Ja, ja. Hast du Glück gehabt? Hey. Hast du ihn so lange angeditscht? Verdammt! Ich nehme die Weintrauben. Weintrauben, die ganz hinten versteckt waren. Wilde Kombi. Ich räume mal diese Würfel der Schande zur Seite. Ich mache nachher Spießchen mit den Weintrauben. So. Du musst ziehen. Challenge? Schätzfrage. Eine Schätzfrage. Oh, jetzt wird's ernst, weil wer bei der Schätzfrage näher dran ist, darf der anderen Person eine Zutat klauen. Und kriegt einen Punkt. Okay, ich verlese die Frage. Wo liegt der Weltrekord im Eierkuchenwenden innerhalb von 2 Minuten? Bist du soweit? Ja, gleichzeitig. Ja, genau. Okay, dann gleichzeitig jetzt, ne? 1, 2, 3. 160. Okay. Jemand, der das kann, der macht halt wirklich waff, 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 waff. Vielleicht, aber keine Ahnung. Okay, es weiß nur einer. Und zwar der Rudi. Rudi. Ja, toll. Das sind genau 416 Umdrehungen in 2 Minuten. 416. Wow. Das heißt, der hat in der Viertelsekunde quasi gewechselt. Oder sie. Ich weiß ja nicht, wer der Rekord hat. Sick. Ja, mega krass. Weißt du, was auch sick ist? Ich habe einen Punkt. Und ich darf dir eine Zutat klauen, aber ich will gar keine von deinen haben. Am ehesten... Oh, scheiße, nee. Komm, ich glaube, am ehesten kann ich mit den Weintrauben gehen. So, so ätzend kann eine Schätzfrage enden. Okay, take that. Lach nicht so. Frage. Aha. Wann wird jedes Jahr der Pancake Day gefeiert? Oh, lol. A. Am Rosenmontag. Nee. B. Am Fastnachtsdienstag. Hä? C. Am Aschermittwoch. Ja. Rosenmontag. Nein, es ist bestimmt der Dienstag. Na, was denn jetzt? Rosenmontag, aber ich sag, es ist eigentlich der Dienstag, aber ich sag Rosenmontag. Also A, Rosenmontag. Ja. Ja, es ist der Dienstag. Ich wusste es. Ich wusste es, muss dazwischen sein. So, was mit Säure? Dann wie wär's mit ein Pfirsich, der ist doch auch süß und sauer. Oder ein Apfel, ja, süß und sauer. Ja, okay, ich nehme... Nicht die Trauben, die sind mir. Die wollen zu mir, hast du es gesehen? Ja, ich weiß, ich will sie ja gar nicht haben. Ich nehme... Okay, ich nehme den Apfel. Ah, an apple a day keeps the Felix away. Nein, ich mag Apfel. Okay. Aus welchem Land kommt das Dutch Baby ursprünglich? A. Niederlande, B. USA, C. Deutschland. Ich glaube nicht, dass es aus den Niederlanden kommt. Der Name ist zu fancy für aus Deutschland. Ich glaube, es ist USA.
Ja, ist natürlich richtig. Yay! Oh, 3-2, eine Zutat für dich. Noch was Crunchiges wäre gut. Kekse packen wir noch dazu. Ja, Kekse. Oder Butterkekse. Oder ein bisschen Müsli. Schokomüsli. Es ist nicht nur Schokomüsli, es ist Schokoknuspermüsli. Ja, eben, deswegen. Okay. Nicht selber lesen. Letzte Frage. Mhm. Stimmt gar nicht. Letzte Challenge. Aha. Errate 2 von 3 Käsesorten am Geruch. Bist du bereit? Ja. Kommt. Ich kenne den Geruch. Ich hätte gerne aber erstmal einen anderen. So ein paar Käsesorten, die lassen sich schnell verwechseln. Ich will erstmal so einen All-Around. Okay, das ist ziemlich eindeutig Cheddar. Das hier? Ja. Was du gerade gerochen hast? Ja. Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Krass. Er riecht aber voll danach. Hast du dir die Hände auch gewaschen? Ich habe gerade die Schuhe ausgezogen. Ja. Gib nochmal her. So. Ich würde sagen, das ist ein Edamer. Das ist falsch. Scheiße, das ist der Gouda, ne? Nee, das ist der Emmentaler. Fuck, ich sag die Riechen alle gleich, jetzt hab ich verkackt. das heißt, es gibt keinen Punkt für mich, aber eine Zutat für dich. Oh Mann. Ein bisschen Schmand, das würde gehen. Aber vielleicht nehme ich wirklich Schlagsahne. Ja, sowas würde passen. Ich glaube, obwohl, aber mit dem Schlagsahne Bacon ist halt mit dem Bacon, das ist, glaube ich... Ey, das ist deine Kombi, die du gewählt hast. Mozzarella ging ja auch, der ist milchig. Boah, in Korea hatten wir das überall, in den ganzen Nachtischen war überall Mozzarella draus. War total really? Ja, wirklich. Okay, ich nehme... Also ich habe mir hier mal eine Süßspeise gemacht mit Mozzarella zusammen mit Feli. Könnt ihr hier oben beim i klicken? Geht schon. Ja, es geht tatsächlich schon, aber... Nee, ich glaube, so eine Karamellsache noch dazu ist gut. Wow. Ich nehme Peanut Power. Peanut Power, Peanut. Du gönnst dir auf jeden Fall Peanut Power. Ja. Und Chocolate. Peanut Power Triple Chocolate. Das waren alle Aufgaben und Fragen. Jetzt Mystery Boxen. Es steht zurzeit 3-2. Und er könnte jetzt theoretisch einen Punkt aufholen oder ich könnte auch einen Punkt aufholen, indem ich eine Mystery Box nehme. Und wir müssen die Zutat darunter auf jeden Fall prominent verwenden. Ich nehme eine. Du nimmst eine? Ich nehme eine. Weil es einfach auch extrem funny ist. Dann nehme ich auch eine. Wow! Du könntest dir richtig versauen. Also du hast echt schon schwer so, ne? Aber okay, ich würde die Mitte, glaube ich, nehmen. Ey, weil ich nehme die. Okay, dann haben wir es ja. Ja. Glück gehabt! Ja, das passt sogar ganz gut, Bergkäse. Bitte kein Sauerkraut. Bitte nicht. Nein! Gorgonzola! Ja! Das passt, würde aber funktionieren. Ich glaube an dich. Ah. So, weil es gibt ja Gorgonzola, Honig und so weiter. Das geht schon. Was wäre da drunter gewesen? Da ist der Gorgonzola ja fast noch die beste Wahl. Ja. Wobei, also harzer, Handkäse mit Musik kommt aus meiner Region. Mein Herz schlägt ein bisschen dafür, ne? Aber hätte jetzt nicht gepasst und vor allem, ich packe ihn mal hier wieder runter, weil der dampft so ein bisschen aus. Okay, dann machen wir mal die Dutch Babies. Ja. Und unsere Toppings. Unsere Pfannen heizen jetzt vor im Ofen und in der Zwischenzeit machen wir unsere Toppings. Es steht jetzt gerade 4-3, ne, weil du auch die Mystery Box genommen hast. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Geschmackspunkt mehr bekommen, um überhaupt gleich zu ziehen. Ja. Ich hoffe, dass deine Kombi so missschlägt, dass ich mit 3-1 hier komme. Ich brauche einen Punkt, Mann. So, ich entkerne mal meine Birne und mache dann so feine Streifchen. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Das ganze Rezept rührt ja nur daher, dass ich das hier kosten wollte. Ja. Und? Mega geil. Ja, ist geil? Mm. Es war der Anfang deines Untergangs. Denn Peanut Butter führt zu Liebe. Liebe führt zu Hass. Und Hass führt zu unsäglichem Leid. Und Leid führt zu Punkten für Felix. So. So. Schon mal vornaschen, ja. Gerade bei den Trauben, die passen mir halt überhaupt nicht. Hättest du nicht... Was hätte ich denn von dir? Nee, ich hätte auch jetzt nichts gewollt. Nee. Doch den Apfel. Den Apfel hätte ich eher genommen als die Dinger. Willst du nicht den Gorgonzola haben? Nee, den Gorgonzola möchte ich nicht gerne haben. Ich habe ja Bergkäse. So. Ich nehme einfach nicht so viele Trauben. Ja, das sind ja so schöne Esstrauben. Das hatten wir auch mal klein. Mann, ey, wäre der Gorgonzola nicht. Wären die Trauben nicht.
Obwohl, schöner würde es mit Schale aussehen. Mit klar. Dem Brot. Sind auf jeden Fall wieder abenteuerliche Kombinationen, die wir hier wieder fahren. Ne? Bacon, Banane, Gorgonzola. Voll. Birne, Frühlingszwiebel, Dill. Wenn ihr einen besonders kreativen Umgang mit Lebensmitteln auch gerne mal sehen wollt, dann könnt ihr jetzt hier oben auf das i klicken. Da kommt ihr zu unserer ersten Jenga-Challenge. Dort gab es wirklich, das war ja. Umgang mit Lebensmitteln am Limit. Ja. Ja, wirklich. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und ansonsten, auch wenn wir es vielleicht schon mal gesagt haben, gerne abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr nichts mehr verpasst. Ding, ding, ding. Ist das jetzt Öl? Ja, ein klein bisschen. Boah, also Traum im Fett gebraten habe ich noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Aber deswegen sind wir hier bei Yamtamtam, um solche Dinge zu sehen und zu schmecken. Damit ihr sie zu Hause vielleicht nicht machen müsst. Doch, doch. Hi, Gorgonzola. Eigentlich machen wir diese Challenges auch nur, damit wir so ein Testkitchen machen können für Rudi. Riecht doch gut. Riecht sehr mild. Ja, riecht mild. So, sehr junger Gorgi, den du da hast. Oh, geil, ich liebe ja Dill, ne? Ich werde das jetzt mal kosten. Ja, aber nicht zu knapp verwenden, ja? Okay, es ist Apfel mit Schokonuss und einem Stück Bacon. Willst du dich nicht überraschen lassen? Ne. Es ist fast, als hätte ich den Mozzarella genommen und geschmolzen. Also gar nicht so dramatisch. Ich muss kurz mit den Frühlingszwiebeln noch dazugeben. Für den... Es sieht sehr frühlingshaft aus. Ja! So, jetzt muss ich noch den Bergkäse etwas reiben. Der gibt die würzige Note. Boah, also ich glaube ehrlich gesagt, es wäre schlimmer gewesen, hätte ich den Bergkäse gezogen. In deiner Kombi? Ja. Vielleicht, ja. Und jetzt tue ich das mal hier schnell in irgendein Behältnis. So, jetzt gehen wir hier mit ein bisschen Dill. Geil. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Salz. Du sollst nicht dein ganzes Zeug aufessen. Und ich finde, das ist eindeutig zu wenig Gorgonzola. Hast du mal die Dutch Babypfannen gesehen? Ja, ich sehe sie. Apropos, ich glaube, wir können jetzt mal füllen, wa? Nee, ich mache nur für die Kamera noch Folgendes. Ha! Guck mal, wie hoch der Käseturm ist. Das wäre ja mal was gewesen. Höher als dein anderer. Gut, dann zwei Stücke Butter. Das heißt, jetzt kommt da Butter rein in unsere Pfanne. Dann kippt Melissa da Teig rein. Und dann hauen wir das direkt wieder rein. Und dann macht's. So, das Ganze geht jetzt auch schnell. Entschuldigung, du kannst schon näher kommen. Ready? Ja. So, raus. Kommst du gut genug dran? Ja. Schön, dass ihr beide ja sagt. Weil die sind richtig, richtig heiß. Ich hol schon mal den Teig mit rüber. Dann Teig rein. So, und jetzt? Ja. Zu, rein, warten, bis die Magie happens. Die Dutch Babys sehen aus wie wunderschöne Blumen, ich hole sie heraus. Wow. So, und jetzt müssen wir die schnell dekorieren. Ich nehme den rechten. Okay, kleiner Hinweis, ihr dürft auf keinen Fall die Pfanne berühren, denn es ist sehr, 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 sehr heiß. Vorschmelzung. Kennst du es nicht beim Raclette erstmal ein Stück Käse reinmachen, bevor man einen Belag drauf macht und den vorschmelzen zu lassen? Nee, ich würde das immer andersrum machen, damit der Käse oben knusprig wird. Hier, Gorgonzola. Viel zu wenig mit deinen vier Stücken. Das muss klatschen. So, jetzt gehe ich hier mit der Fülle. Aber proportional zur Schokolade ist es voll okay, guck mal. Proportional. Ja. Schön ist, irgendwie probiere ich hier die Sachen vorher nie, sondern ich behaupte immer einfach, dass sie gut sind. Dann haue ich sie drauf. Zum Schluss nochmal mit Käse auftoppen. Einfach zu viele Zutaten am Ende gehabt. Ich glaube, ich gebe meinen hier nochmal so visuell einfach so ein bisschen schwarzen Pfeffer. Na, ob das erlaubt ist? Klar, Gewürze sind erlaubt. Dann räumen wir jetzt alles zur Seite. Und dann? Holen wir Rudi. Let's go. Rudi! Ja, toll, seid ihr mal fertig? Und das sind ja fast die schönsten Dutch Babys, schönste Pfannengeburte, die ich je gesehen habe. Meine erste Dutch Baby habe ich 1987 in die holländische Provinz Utrecht geboren und es hat mich auch so nett angegrinst wie diese Pfanne hier. Ja. Na dann, guten Appetit. So, wollen wir mal starten mit Melissas Gorgonzola-Bananen.
Bacon. Das ist eine interessante Mischung. Sehr mutig, dass Melissa das gemacht hat. Es sieht wunderbar aus. Den Gorgonzola ist nur als Ergänzung mit die Banane und die Bacon und Schokolade nicht ganz so meins, ja, muss ich sagen. Aber sehr schön gemacht und du konntest letztendlich nichts dafür, dass du ihn gesogen hast. Das ist die Mystery Box. Warte, warte! Dein Messer ist kontaminiert. Oh. Hier, ein neues Messer. Ah, Dankeschön. Ja. Den kontaminierten Messer legen wir hier vorne hin. So. Es geht ja hier flüssig und was. Nun Felix herzhafte Dutch Baby. Ein gutes Stück. Das ist sehr interessant mit die Dill vor allem und die Birne drin. Ergänzt sich auch mit dem kräftigen Geschmack von dem Bergkäse und dem süßen Teig ganz gut. Ich finde diesmal, muss ich sagen, Felix ist mein Geschmackssiegel, hat 3 Punkte bekommen. Oh. Melissa sieht toll aus, aber die Gorgonzola ist so die Achillesferse von dieser Pfanne. Und darum diesmal nur 1 Punkt für dich. Damit hat Felix gewonnen, die heutige Flugbeutel. Toll! Felix wins. Toll! Ich bin immer noch ganz hinten. Aber seht her! Ich hole auf! Wow. Na gut, verdient heute. Und ob ich das schaffe, die beiden noch zu überholen, das seht ihr in den nächsten Food Battles dann. Aber vorher gibt's erstmal eine Sushi-Pizza beim nächsten Mal. Oh, schön. Also seid ihr wieder dabei. Toll!